Ja, gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilien Inside. Und heute haben wir allen Grund, hessisch zu bubble, südhessisch. Denn ich bin mit einem alten Bekannten hier in Dreieich, seinem neuen Verein, Uwe Südhesse. Gute! Na? Ja, das ist klasse, dass wir uns hier treffen, weil das ist dein neuer Verein, der SC Hessen Dreieich, Regionalliga Süd. Und du kommst ja von unserem kommenden Gegner Regensburg. Hast da auch lange Jahre gespielt, also von 98ern, 5 Jahre. Genau. Zu Regensburg. Nach Regensburg 4 Jahre. So, und jetzt hierher. Nach Dreieich. Genau. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ich bin endlich wieder in der Heimat. Das war wichtig für mich und für meine Familie. Fühle mich hier auch richtig wohl und ja, habe wieder Spaß. Ja, du bist ja hier in guter Gesellschaft. Sind ja echt auch also Spieler da, die echt höher gespielt haben. Constant Jacquepa als letzter, der jetzt so dazugekommen ist. Kevin Pizzoni. Ja, ne? Dann Dominik Rau ist auch noch da. Kai Hess ist jetzt noch dazugekommen. Manchmal kompliziert. Ja. Ja, Dennis Strecker hat auch schon höher gespielt. Nico Opper sind auch schon einige hier, ja, die höher gespielt haben. Also es macht auch Spaß. Die Jungs sind alle gut drauf. Und jetzt haben wir, ich glaube, 4 Spiele nicht mehr verloren. Und jetzt hoffen wir, dass halt mal wieder der Sieg herkommt und wir Anschluss. Es fällt von hinten auf. Genau, hoffen wir. Ich glaube, die 98er-Fans hätten nichts dagegen, wenn ihr gegen OFC den einen oder anderen Punkt holt. Ja, wäre nicht schlecht. Ja. Ja. Das haben wir am Dienstagspokalspiel gegen die. Genau, ja. Das wollen wir natürlich auch gewinnen. Gegen Offenbach ist für mich immer ein besonderes Spiel geprägt. Ja, auf jeden Fall wollen wir da gewinnen auch. Aber jetzt haben wir am Wochenende erstmal das Spiel gegen Stuttgart 2 und hoffen, dass es mit dem Sieg klappt. Ja, ich glaube, jeder wirklich 98er-Fan drückt dir die Daumen. Ja, ich kriege auch, muss ich sagen, wirklich viele Nachrichten noch. Schön wieder, dass ich in der Nähe bin. Viele sagen, sie kommen mal vorbei. Ja, ist auch immer wieder schön, ein paar alte Gesichter zu treffen. Ja, da merkt man, dass man echt Eindruck hinterlassen hat. Du standst und stehst auch immer noch, ich habe auch schon ein Spiel von euch geguckt, stehst immer noch für Kampf, Schnelligkeit, vollen Einsatz. Ja, ja, ich glaube, das ist auch das... warum ich in Anführungsstrichen so weit geschafft habe, dass ich einfach ja, alles gebe, ob dann alles klappt, ist sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, ich versuche jeden Spieltag einfach alles rauszuhauen und ich denke, die Leute wissen, was sie an mir haben. Ja, also deswegen, ich denke, du würdest nicht noch so gern gesehen oder auch in Erinnerung sein am Bölle, gerade jetzt nach diesen erfolgreichen Zeiten mit Bundesliga und so, wenn du nicht einfach was richtig gemacht hättest. Ja. Ich habe auch mal so ein Relikt aus den vergangenen Zeiten dabei. Wir haben eben schon mal ein bisschen gerätselt. Ich meine, genau. Die werden uns bestimmt, unsere Zuschauer werden es korrigieren, aber wir sind der Meinung, es ist 11, ich glaube, die werden mehr Recht haben als wir, sicherer sein. 11, 12, glaube ich. 11, 12 kommt hin, ja. Ja. Da warst du auch mit auf so einem Plakat drauf, genau. Der 98er, genau in dem Trikot. Also warst auch einfach ein Aushängeschild. Ne? Ja, das war auch mit das geilste Plakat, was ich bisher so machen durfte, was am besten aussah. Ich glaube, Steht ihr so da. Genau, Jan Zimmermann, Henry Onwuzurike, Cem Islamoglu und ich weiß nicht, ob noch jemand dabei war. Ja? Es kann sein, dass wir 5 waren, aber... Vielleicht Markus Stegmann, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ja, ihr 4 auf jeden Fall. Genau. Ich habe das Post auch noch daheim, also... Ja, kann man mal suchen. Genau. Kann man mal suchen, findet man im Internet noch. Ja, wie sind denn deine Erinnerungen? Also, du hast schon ein bisschen angesprochen, immer noch präsent. Ich meine, 5 Jahre, du hast 140 Pflichtspiele, 17 Tore und 11 Vorlagen gegeben. Ja. Ja, Tore wären mir bestimmt mehr gegangen, sage ich jetzt mal. Aber ja, die 140 Spiele habe ich, kann ich für mich sagen, dass ich immer alles für den Verein gegeben habe. Und ich denke, da kann mir auch keiner was vorwerfen. Und ja, es hat auch eine Menge Spaß gemacht, für den Verein zu spielen. Und ohne Darmstadt, die haben ja die Chance damals gegeben. Ich bin von Dornheim nach Darmstadt gekommen. Es war damals, hieß es noch Landesliga. Und ja, ohne wie viele Ligen hast du da übersprungen? Weißt du das noch? Ich war in der Landesliga, dann gab es die Oberliga und dann kam schon damals die Regionalliga. Genau. Aber ich war 2 Jahre in Dornheim und davor war ich ja in der C-Klasse bei meinem Heimatverein in Astheim. Das ging dann doch über die Jahre gesehen sehr schnell. Passt ja zu dir schnell. Deswegen bin ich dem Verein auch immer dankbar, weil ohne den Verein, glaube ich, wäre es schwierig gewesen, die Chance vielleicht irgendwo zu bekommen. Gehört auch immer ein bisschen Glück mit dazu und deswegen bin ich auch dem Verein dankbar und
freue mich, dass ich dem Verein auch was zurückgeben konnte. Ja, du bist ja in einer Phase gekommen, also da ging es dem Verein auch wirtschaftlich nicht gut. Ja. Trainer Zivo Juskic, Gerd Kleppinger, so diese ganzen alten, die alte Phase. Und dann ging es mit Kostas Runjačs, genau. Ging es dann bergauf. Was sind so deine Erinnerungen? Der hat den Verein ja wirklich umgekrempelt. Ich weiß, dass er eure Kabine umgekrempelt hat mit selbstgemachten IKEA-Möbeln irgendwie. Das ist aufgehübscht. Genau, der hat es eigentlich zu unserem Wohnzimmer gemacht. Dann war ja alles ein bisschen rustikal, sag ich mal, oder ist immer noch. Aber er hat es halt alles ein bisschen aufgefrischt und dann, ja, ich sage jetzt nicht, man ist auch davor gerne in die Kabine ans Stadion gekommen, aber man hatte einfach mehr Spaß in der Kabine mit seinen Kollegen zu sitzen, zu reden, Scheiße zu babbeln und dann ist halt wirklich was zusammengewachsen. Und dann ist ja auch, ich glaube, dann hatten wir ein Jahr einen Klassenerhalt, im zweiten Jahr war schon der Aufstieg. Halt, so schnell, da müssen wir ja noch was zu sagen. Der Aufstieg. Stimmt. Ja, ist gut. Das Klassenerhalt war ja auch verknüpft mit unserem Lieblingsgegner. Ja, richtig. Ja, den wir am grünen Tisch geschafft haben. Richtig, aber auch dieses unfassbare Spiel in Worms. Da müssen wir uns zurückerinnern, denn das war der Aufstieg in die dritte Liga. Genau. Ja, da hattet ihr einen Zweikampf mit Hessen Kassel. Genau. 2011. Ich glaube, wir waren sogar in der Winterpause, waren wir 6 Punkte hinten dran. Richtig. Dann ist Ulm insolvent gegangen, gegen Ulm haben wir verloren. Und dann wurden die Punkte immer gut geschrieben. Dann waren wir nach der Winterpause, ich glaube, 2 Punkte hinter Kassel dran. Ja. Waren auf dem zweiten Platz und dann gab es so eine gewisse Euphorie von jedem in Darmstadt, von den Fans, vom Trainerteam, von Spielern, vom Bubu und von allen. Immer noch Zeug. Genau. Ja, und? Uts waren alle dabei, ja. Ja, war Marzia Worms, einer der letzten Spieltage, beziehungsweise der vorletzte. Grad. Ja, mit, glaube 5.500 Zuschauer, davon 3.000 aus Worms. Ja. Und ein gewisser. Aus Darmstadt. Entschuldigung, aus Darmstadt natürlich. Und ein gewisser Uwe Hesse macht das 1:1. 1:1 war es, genau. Kannst du dich noch an das Tor erinnern? Ja, sehr gut sogar. Ich kann mich auch noch an die Halbzeitansprache erinnern, wo 1:0 hinten lagen. Ging ein bisschen lauter zur Sache. Von Costa? Genau, war. Und Zampach auch natürlich. War nicht unser bestes Spiel in der ersten Halbzeit. Haben die gesagt? Weißt du? Die haben uns einfach wachgerüttelt. Die haben uns zu begreifen gegeben, was für eine Chance wir hier eigentlich haben. Ich glaube, Stuttgart Kickers war ein Punkt hinter uns. Die haben natürlich auch jedes Spiel gewonnen. Ich glaube, wir hatten da auch 10 Spiele hintereinander gewonnen. Und das war auf jeden Fall, haben sie uns einfach wachgerüttelt. Wir wussten dann, es geht was. Dann hatten wir eine Ecke, der Ball wird rausgeköpft und ich habe mir gedacht, komm, bring das Ding einfach direkt wieder rein. Entweder er fliegt hinten rein oder einer steht am zweiten Pfosten irgendwie, Hauptsache vors Tor. Und dann ist er eine Art lupfermäßig hinten ins lange Eck geflogen. Ja, das war im rechten Strafraum-Eck. Genau. Nimmst du diesen Ball direkt und der. Genau, ich habe mir gedacht, entweder er fliegt rein oder geht am langen Pfosten vorbei oder steht einer auf dem zweiten Pfosten. Und dann ist er halt reingeflogen. Das Beste, was passieren konnte. Unfassbar, 1:1. Genau. Und dann drückt ihr die hinten rein. Genau, und dann gab es die Euphorie und dann kam Yannick Stark und hämmert das Ding, ich glaube mit links sogar, hämmert es einfach rein und dann wussten wir, heute passiert nichts mehr. Das war unfassbar, dieses Spiel. Ja. Wirklich gefühlt 80 Grad. Und dann habt ihr es natürlich nicht mehr nehmen lassen, gegen Memmingen daheim. Ja, das war 4-0. Das war dann eigentlich, ich will jetzt nicht sagen Showlauf, es war schon ein ernstes Spiel, aber wir wussten, uns kann nichts mehr passieren, wir sind so stark. Das war im Prinzip der Anfang von allem Guten, genau. Der dann wirklich passiert ist. Gut, Runjačs dann irgendwann Geschichte, dann kam Dirk Schuster. Es kam noch Seeberger. Seeberger, stimmt. Das dürfen wir aber nicht vergessen. Immerhin ist Derby gegen OFC gewonnen. Ja, das war sehr wichtig natürlich. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert. Ja. Hat nicht so gepasst einfach. Ja, schwierig zu sagen. Ich will auch jetzt nichts gegen Trainer oder gegen das Team sagen. Hat nicht gepasst. Das System hat vielleicht nicht gegriffen oder irgendwas. Aber dann kam Dirk Schuster, genau. Dann waren wir knapp am Klassenerhalt dran. Dann sind wir eigentlich abgestiegen. Es war aber eine schwere Zeit für uns alle. Ich weiß auch noch, nach dem Spiel, als dann klar war, dass die Fans natürlich auch am Ende, aber daheim 1:1 nur genau, gegen. Genau, die haben gesehen, wir haben alles gegeben. Ich glaube, Zulu köpft noch gegen die Latte in der 88. Minute, 90. Minute. Und danach kamen die Fans auch auf den Platz, aber waren nicht sauer. Haben uns hochgehoben und haben gesagt, komm, es geht weiter. Versucht, dass ihr alle hier bleibt, zusammen bleibt.
Ja, da ist einfach was zusammengewachsen. Das Gerüst ist ja dann auch größtenteils zusammengeblieben. Das stimmt. Und ihr habt es individuell verstärkt natürlich, muss man ja auch. Und dann hat die Geschichte seinen Lauf genommen. Grünen Tisch dann drin geblieben. Ist natürlich scheiße, sowas wünscht man keinem Verein, auch wenn es jetzt Offenbach war. Wünscht man trotzdem keinen Verein, aber für uns war es gut. Und das war die Erfolgsspur von Darmstadt 98, würde ich sagen. Ja, dann habt ihr das, ihr habt das geschafft, dann in der dritten Liga zu bleiben und dann ging es hoch. Tatsächlich am Ende dieser Saison mit diesem Bielefeld-Wahnsinn. Du hast anfangs gespielt, warst Stammspieler. Genau. Hast auch ganz gute Leistungen gezeigt und dann? Ja, ich habe lange gespielt, dann habe ich mich verletzt gehabt. Ich glaube, das war mein Sprunggelenk. Nee, das war mein Knie. Mein linkes Knie war so ziemlich alles kaputt, was kaputt ging. War 4,5 Monate, glaube ich, raus. Und für uns ist es ja gut gelaufen für den Verein. Und bin auch gar nicht böse drum. Also deswegen, ich habe das Ganze sportlich gesehen, habe dann gesehen, ich komme hier nicht mehr ran, ist gut gelaufen, kein Grund zu wechseln, irgendwas zu ändern. Und dann hatte ich noch mal ein paar Kurzeinsätze gegen Wien-Wiesbaden und ich glaube noch eins. Die habe ich natürlich noch mitgenommen, sehr gerne. Habe alles natürlich wieder rausgehauen und dann ist am Ende der Saison, es geht nicht weiter, wir sind ja auch aufgestiegen, aber es war ja auch abzusehen über die Saison. Ja. Lang verletzt, nicht mehr rangekommen. Für mich war wichtig, dass ich fit werde, fit bleib, das Knie hält. Und ich denke, dann habe ich es ganz gut gemacht. Ja, dann bist du von Darmstadt, ist wirklich dann schweren Herzens. Also ich weiß das auch noch, schade, dass der Uwe geht. Aber gut, so ist es dann, nach Regensburg. Und wenn jetzt am Sonntag Darmstadt auf Regensburg trifft, wie sieht es da in dir drin aus? Ja, da treffen zwei Herzen aufeinander, würde ich sagen. Ich habe mit sehr vielen Kontakten in Darmstadt, mit sehr vielen Leuten noch in Darmstadt Kontakt, aber in Regensburg natürlich auch. Für dich wäre ein Unentschieden das Beste? Ja, ich soll einfach der Bessere gewinnen. Ich glaube auch, dass der gewinnt, weil es sind beide Vereine ziemlich gleich. Kampf, Wille, Moral, die Zweikampfstärke bis zum Ende gehen. Und da geben sich beide Vereine, glaube ich, auch nichts von den Tugenden her. Und deswegen glaube ich, dass einfach der gewinnt, der das mehr will, wer mehr investiert, der gewinnt das Spiel. Und ich gönne es beiden Vereinen, aber so ist es im Fußball. So ist es im Fußball. Uwe, dass du diese 5 Jahre beim SV Darmstadt 98 warst. Herzlichen Dank dafür. Auch. Ich spreche wirklich aus den Herzen aller. Bist immer noch präsent, immer gern gesehen, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist. Und ich danke dir auch für das schöne Gespräch. Ich habe noch die Lilien Insight-Tasse für dich. Sehr gerne, danke. Ja, wünsche dir alles Gute jetzt mit Drei Eich. Auch interessantes Projekt hier. Ja, auf jeden Fall. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr den Klassenerhalt schafft. Gerne. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Insight. Vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. Der Uwe ist einfach ein cooler Typ, der Darmstadt einfach nicht vergessen hat. Ne? Das muss man ganz deutlich sagen. Allerdings müssen wir jetzt seinem Ex-Verein in Regensburg doch vielleicht ein bisschen wehtun. Also die Punkte brauchen wir dringend. Wenn ihr hinfahrt, kommt gut hin. Und ja, wir sehen uns vom nächsten Auswärtsspiel in Bochum wieder. Bis dahin, gute und ciao, euer Colin.